Hey Chooms und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt neue Infos zu Red Dead Redemption 2 Online. Einige Infos, die ihr am besten wissen solltet, falls ihr versucht, mit dem Händler etwas zu verkaufen oder mit dem Schwarzgebrannten, um ein bisschen Geld zu machen. Diese Infos sind auf jeden Fall wichtig, wenn ihr versucht zu verkaufen. Let's go! Nach langer Zeit habe ich endlich mal wieder angefangen, ein bisschen Red Dead Online zu spielen. Nun ja, ich versuche es im Moment mit einer wirklichen Abfuckleitung. Also ich bin wieder im Mittelalter angekommen. Mit gerade erstmal einer 2000er Leitung. Das ist schon sehr, sehr übel. Die Leitung hatte ich vor 20 Jahren. Aber immerhin funktioniert es soweit. Ich kann auf jeden Fall im Online-Modus spielen und ja, kann so einige Sachen verkaufen. Ja, wäre da nicht mal wieder Rockstar Games. Denn seitdem sie die Arbeiten hier bzw. den Support so ein bisschen mit Red Dead Online eingestellt haben, gibt es so einige Bugs in-game, die so richtig weird sind. Ich habe eben versucht, mal ein bisschen meine Waren zu verkaufen. Erst den Schwarzgebrannten und dann meinen Händler, weil der Händler, der war noch nicht voll. Dementsprechend bin ich dann erst zum Schwarzgebrannten runter, habe das verkauft. Und ja, das war schon wirklich weird. Denn nach der Kontrolle vom Schwarzgebrannten hat sich mein Spiel einfach geschlossen. Also sowas hatte ich bis dato noch nie. Das ist schon richtig übel. Ich dachte es schon scheiße. Jetzt hat sich das Spiel geschlossen und meine ganzen Waren sind weg. Aber zum Glück hat Red Dead hier nicht wirklich gespeichert. Dementsprechend hatte ich dann meine Waren noch, beziehungsweise meinen Schwarzgebrannten. Hab dann einen neuen Versuch gestartet und das hat dann tatsächlich geklappt. Ja, war auf jeden Fall schon sehr weird. Ich meine, hallo, einfach das Spiel schließen? Sowas hatte ich noch nie. Also das ist schon wirklich krass. Nachdem ich meinen Schwarzgebrannten verkauft habe, bin ich dann zum Händler und dachte mir, okay, ne, jetzt versuchst du es noch. Da hat sich ja bis dato jetzt nicht geschlossen. Hat ja jetzt funktioniert mit dem Verkaufen. Gehst du mal rüber und versuchst mal deine Waren zu verkaufen. Also bin ich dann zu Cribs geritten und habe mir gedacht, gut, verkaufst du deine Waren. Da im Moment sowieso doppelt Geld und RP drauf ist, kann man gut Geld nebenbei machen. Ja, gesagt, getan. War eigentlich eine chillige Tour. Eine eigentlich weite Strecke. Halt für 1250 Dollar. Aber lustigerweise, na, eigentlich ist es nicht lustig gewesen, denn als ich kurz vorm Ziel war, ist einfach meine Ware zerstört. Die ist einfach zerstört worden. Warum auch immer. Ich hatte weder eine Schießerei, noch wurde die Kutsche zerstört, noch sonst was. Es war wirklich eine entspannte Fahrt. Wie ihr hier seht zum Beispiel gerade, die Waren sind mal wieder nicht zu sehen. Ja, danke dafür, Rockstar. Für gar nichts. Auf jeden Fall bin ich normal gefahren, wie sonst auch. Und jetzt so wie halt hier in dem Video. Und einfach wurden die Waren zerstört. War alles weg. Ich dachte mir schon, scheiße, fuck. Hoffentlich haben sie es jetzt nicht gespeichert. Und hoffentlich sind meine Waren noch da. Zum Glück waren sie noch da. Der Social Club hat noch nicht gespeichert, dementsprechend habe ich die Lobby gewechselt und hatte meine Waren immer noch neu drin. Zum Glück. Ja, beim zweiten Versuch hat es tatsächlich reibungslos funktioniert. Aber ich dachte mir, es ist auf jeden Fall ein schöner Anlass, mal ein kleines Infovideo rauszuhauen, um euch zu warnen, dass Rockstar im Moment mal wieder, wirklich mal wieder, das ist tatsächlich auch keine Seltenheit, aber mal wieder irgendwelche Bugs hat, wo es einschränkt, die Verkäufer einfach einschränkt. Ich meine, Rockstar, was ist los bei euch da oben? Ich meine, ihr habt reichlich Geld, ne? Also so ist es nicht. Und ihr habt auch reichlich Leute in der IT, die solche kleinen Fehler beheben können. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass viele Spieler das reporten, das melden, dass sich einfach das Spiel schließt, dass einfach die Waren zerstört werden und nichts getan wird. Ich meine, Rockstar, was ist los bei euch da oben? Seid ihr im Moment so im Hype, dass ihr GTA 6 eher voll einsetzt, anstatt mal auch eure aktuellen Spiele einfach mal zu updaten? Wo ist das so schwer, einfach mal ein fucking Game zu updaten? Das kann doch einfach nicht sein, dass irgendwelche Spritzer da oben bei Rockstar es nicht hinkriegen, ein kleines Update, einen kleinen Bugfix reinzuhauen. Also, sorry,
aber das nimmt wirklich den Spielspaß. Also ein, zwei Leute von GTA 6 zu der Entwicklung einfach mal wegzunehmen, die sich einfach nur darum kümmern, dass die Server laufen, dass die Spiele laufen. Nein, Rockstar geht hin, nimmt alle IT-Leute und alle wirklich nur auf die Arbeit von GTA 6 fixieren, weil das bringt ja Geld. Leute, ihr habt auch noch aktuelle Spiele. So, und wenn euch die aktuellen Spiele so egal sind, warum bringt ihr diese Spiele dann überhaupt raus? Das frage ich mich. Also das ist wirklich schon so ein bisschen blöd von euch. Wirklich. Also ich weiß nicht, was ihr da für Spritzer da oben habt. Also ich meine, ihr habt ja schon den deutschen Support eingestellt. Da ist ja sowieso keine Sau mehr. Man kann euch telefonisch nicht mehr im deutschen Support erreichen. Nur noch englischer Support und natürlich die Leute, die kein Englisch können. Das ist fatal. Wie sollen die sich bei euch melden, wenn irgendetwas ist? Falls sie von irgendeinem Modder gehackt werden bzw. gemoddet werden, die Sachen weg sind, wie auch immer. Wie soll man sich bei euch melden? Weil auf E-Mails antwortet ihr auch nicht. Aber das sind nicht die einzigen Bugs, die im Moment hier so ein bisschen rumlaufen. Denn ich habe gehört, dass es noch einige andere Bugs gibt. Auch NPC-Bugs. Die spawnen irgendwelche Tiere. Zum Beispiel auch legendäre Tiere. Man hat zum Beispiel gerade ein Tier erlegt. Ist das vielleicht gerade am Häuten, um das halt das legendäre Fell zu holen oder dementsprechend den Kadaver aufzuheben, und auf einmal verschwindet dieser. Also das ist schon wirklich heftig. Wie soll man da während einem Doppelgeld- und RP-Event, wenn solche Bugs auftreten, überhaupt farmen? Also das ist schon richtig heftig. Was haltet ihr im Moment von Rockstar? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Und kennt ihr noch irgendwelche anderen Bugs, die ich jetzt nicht hier aufgezählt habe und wo ihr sagt, hey, das müssten Spieler auf jeden Fall wissen, wenn sie im Moment Red Dead spielen. Das wäre auf jeden Fall mal super. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Ich denke mal, das werden einige Leute oder wird es einigen Leuten helfen. Und da sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und hat euch gefallen. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert kostenlos meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und schaut auch gerne mal auf meinen Twitch-Kanal vorbei. Die Links sind in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, Juke, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Chooms. Ciao.